Hallöchen, ihr Lieben. Ja, unglaublich, da bin ich wieder nach sehr langer Abwesenheit. Es tut mir sehr leid. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, es gab ab und an mal einen Stream auf Twitch, aber ja, das war jetzt von der Fortführung der Projekte her auch nicht so erfolgreich. Von daher habe ich mir jetzt einfach mal ein paar kürzere Horror-Games rausgesucht. Leider musste ich auch feststellen, dass ich mir kürzere Horror-Games mit nicht so guter Grafik raussuchen musste. Also mein PC ist echt so langsam am Ende, aber zum Glück kriege ich tatsächlich demnächst einen neuen und dann sollte es auch wieder möglich sein, dass ich schöne 3D-Horror-Games hier spielen kann. Da freue ich mich schon drauf. Genau. Ich habe mir, wie gesagt, ganz viele rausgesucht, aber ich will nicht zu viel versprechen. Ich nehme jetzt erstmal eins auf. Das ist ja schon mal ein Anfang. Und zwar habe ich mir ausgesucht It's Snowing von Picky Red im RPG Maker entwickelt. Das passt ja sowieso gut zum Kanal und wahrscheinlich auch ein passendes Video, um wieder ein bisschen zu starten mit den Videos. Aber wie gesagt, ich kann nichts versprechen und sicherlich auch erstmal kein Großprojekt. So, gibt es hier irgendwelche Warnungen bei diesem Spiel? Ich glaube nicht. Naja, dann starten wir einfach mal, würde ich sagen. Es ist morgen. Heute geht's mir nicht so gut. Gestern war chaotisch. Ja, der Wind hat einfach den Müllsack weggeweht, den ich gerade getragen habe. Das sollte ich wohl alles einsammeln. Okay, da sind wir. Ich höre komische Geräusche im Hintergrund. Ich mach mal lauter bei mir. Ach, das ist eine Uhr, die tickt. Ha, es ist noch früh. Was haben wir denn hier? Checklist. Mehr Äste sammeln. Oder Zweige. Twigs sind eher Zweige. Wobei, das ist ja fast dasselbe. Von hier brauche ich nichts. Von da scheinbar auch nicht. Gut, dann gehen wir einfach mal raus. Eine andere Tür. Klopfen, ja. Keiner antwortet. Ich muss mal kurz gucken. Was ist hier? Ah, die Toilette. Okay. Ich muss mich jetzt nicht waschen. Das muss ich nicht verwenden. Und ich brauche jetzt auch kein Bad. Okay, na dann gehen wir wohl doch in den Wohn-Essbereich. Das muss ich nicht verwenden. Ich muss nichts waschen. Ich brauche nichts von hier. Ich bin nicht hungrig. Von hier brauche ich auch nichts. Was ist das hier? Man erkennt es gar nicht. Ich muss mich jetzt nicht hinsetzen. Und von hier brauche ich auch nichts. Na dann. Okay, wir haben alles untersucht. Okay, jetzt gerade hat man irgendwen etwas sagen hören. Wo geht's hier überhaupt raus? Hä? Ah, ach so, da geht's noch weiter. Ha. Gut, hier ist der Eingang, nehme ich an. Ich sollte mich erstmal anziehen. Ich habe alles untersucht. Okay, also doch hier rein. Vielleicht hatte ich nicht gut genug gedrückt. Oh, tatsächlich, ich fasse es nicht. Ich habe an allem gedrückt. So. Es scheint ziemlich kalt draußen zu sein, wenn ich so die Klamotten sehe, die sie angezogen hat. Moment. Moment. Was ist das da? Nee, okay, sie sagt nichts dazu. Außer ich habe wieder falsch gedrückt, das weiß ich nicht. Süß sieht das aus. Die Geräusche sind auch niedlich. Die ich laufe durch den Schneegeräusche. Kann ich auch rennen? Nein. Aber das ist ja vielleicht ganz gut, dann gibt es vielleicht gar keine Verfolgungsjagden. Ich weiß jetzt gar nicht so sicher, ob wir. Da sind auf jeden Fall ein paar Spuren. Und da ist ein Zweig. Oh, sieh nur! Ein Zweig! Wie ungewöhnlich. In einem Wald. Oh, das ist komisch. Ein rotes Band. Oder eine rote Schleife sogar. Muss eine Ribbon direkt auch eine Schleife sein? Noch ein Zweig. Die Musik hat sich gerade ein bisschen verändert. Ein kleiner Schneemann. Also zwischendurch war halt so eine schiefe Note, glaube ich, mit dabei. Ein Stein, glaube ich, aber da passiert nichts. Aber Schuhe. Stiefel.
Oh, eine Socke? Eine einzelne Socke vor allem. Ach so, ist das der Müll? Was hat sie denn aber für einen komischen Müll gehabt? Eine leere Tasche. Und noch ein Zweig. Bin gespannt, ob das irgendeinen komischen Twist hat. Also wahrscheinlich wird es das haben, aber welchen? Dieser Schneemann ist viel größer, hatte sie da eben gesagt. Da ist noch eine Mütze. Eine blaue Mütze. Vielleicht müssen wir die Zweige am Ende benutzen, um auch noch einen Schneemann zu basteln. Eine Puppe. Komisch, ne? In so einem Spiel findet man das dann gruselig. Ich weiß gar nicht, ob ich es so gruselig finden würde, wenn ich in echt halt eine Puppe irgendwo finde. Und noch ein Zweig. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Zweige. Ah. Okay, aber hier kann man scheinbar nicht viel machen. Okay, hier ist ein Haus. Okay, der ist nicht fertig, dieser Schneemann. Was ist das da? Oh. Ja, es ist Blut. Hier sind jede Menge Äste. Oh, muss ich hier rein? Moment, ich gucke erstmal, ob wir auf der anderen Seite, da links war ja noch was, ob wir da vielleicht eine Taschenlampe finden. Ich denke, das ist keine schlechte Idee, vorbereitet in die Dunkelheit zu ziehen. Aber ich weiß natürlich nicht, ob hier was ist. Nein, war ja klar. Okay, ein großer Schneemann. Ich gucke trotzdem noch, was hier ist. Okay, die blockieren den Weg. Ich muss etwas finden, um sie zu zerstören. Aha, jetzt haben wir aber auf jeden Fall eine Aufgabe, die wir wahrscheinlich da drüben rechts lösen müssen, in dieser Dunkelheit. Ich hätte halt gedacht, dass wir vielleicht tatsächlich erst noch irgendwo eine Taschenlampe oder sowas finden müssen, aber dann ist dem wohl nicht so. Oh, Moment, habe ich das da übersehen? Da ist doch auch was. Ein Stück abgerissenes Papier. Da kann man ganz schwach erkennen, ich dreimal klopfen, um sicher zu gehen. Der Rest ist inkohärent. Das merken wir uns. Ich denke, das hat was mit dem Anfang zu tun des Spiels. Aber ich laufe jetzt mal nicht zurück. Soll ich halt jetzt ein Game Over haben, dann ist es halt so, dann spielen wir es halt nochmal. Oh Gott, ist das dunkel. Hier ist eine Notiz, auf der steht: Zweige, Steinchen, Schnee. Drei sind übrig. Twigs, Pebbles, Snow. Three left. Drei links, dreimal nach links vielleicht. Noch mehr Zweige. Oh, wir sterben hier doch bestimmt gleich. Ich sehe hier gerade gar nichts. Ich komme hier aber auch nirgendwo weiter. Oh, oh, oh. Oh, eine alt anmutende Axt. Die ist nützlich. Versteck dich? Wo denn? Ich habe doch hier nichts gesehen. Ja, steck dich im Schrank. Okay, hier sind Zweige. Kann ich jetzt einfach gehen? Oh, da sind. Ach, das sind meine Spuren, oder? Oh, es wird langsam dunkel. Okay, wir haben jetzt. Die Axt haben wir ja. Haben wir mitgenommen, oder? Und dann schlage ich mich halt da drüben links erstmal noch durch, auch wenn ich da eigentlich gar nicht lang will. Ich weiß nicht, warum es so wichtig ist, dass jetzt. In der Halbnacht, es ist schon fast nachts, noch einzusammeln. Aber okay. Ja, klar, die Axt ist kaputt gegangen. Oh, Moment. Ah, nee. Ich dachte, das könnte man einsammeln. Ach nee, da drüben ist auch direkt nochmal so eine Stelle. Ein Zweig. Und jetzt wieder diese nette Musik. Ah! Da steht wss, Schlaf. Without sleep, würde ich sagen. Der Rest ist wieder inkohärent.
Also man kann keinen Sinn darin erkennen. Ich glaube, mein PC ist sogar mit der Darstellung des Schnees in diesem RPG-Maker-Game überfordert. Aber wie gesagt, nicht mehr lang. Hä, ist das Bleiche? Tatsächlich, eine leere Flasche Bleiche. Oh mein Gott! Moment. Ist dieser Müll etwa eine Leiche gewesen? Beziehungsweise all das, was sie gebraucht hat, um jemanden umzubringen? Okay, bin gespannt. Aber was war dann in diesem Haus eben, was sich so anhörte, als würde es uns umbringen wollen? Ich glaube, meine Theorie könnte sich bestätigen, dass worauf ich da gerade gelaufen bin, könnten irgendeine Art von Überresten sein. Bin echt gespannt. Da auch, oder? Wobei, es sieht eigentlich eher aus wie so eine Art Viech oder so. Wie eine riesige Spinne. Da ist nochmal Blut. Ey, wenn ich auf manchen Dingen bin, geht sie jetzt so weg. So als würde sie das nicht interessieren. Oder als würde sie sich dem nicht stellen wollen. Es wird spät. Da, das meine ich. Und überall diese toten Viecher und die Schneemänner sind jetzt voller Blut. Ich versuche jetzt auch gar nicht mehr, das Blut und so zu untersuchen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Was ist jetzt? Okay. Oh, oh, jetzt ist sie auch voller Blut. Hey! Ich kenne eine Abkürzung zurück. Hä? Ist das das Ende? Gibt's überhaupt jetzt noch was? Oh, was? Ah doch, ich komme hier noch raus, aber... Oh, ach. Ich wusste nicht, ob das jetzt vielleicht so sein soll, dass wir nur noch diesen Bildschirm am Ende haben und das Spiel dann einfach so endet. Wir warten mal noch einen Moment. Ich würde sagen, es wurde gerade angedeutet, dass sie... eine multiple Persönlichkeitsstörung hat? Ich erwarte ja immer, dass hier irgendwas auftaucht, aber... So, da nehme ich zum ersten Mal wieder was auf und ich musste echt in einem anderen Video nachschauen, weil ich nicht wusste, was hier los ist und ob das ein Bug ist. Es ist kein Bug, wir sind unsichtbar. Ich weiß nur echt halt dadurch, dass ich die Pfeiltasten gedrückt habe, jetzt gar nicht, wo wir sind. Ich habe keinen Plan. Ich versuche mal irgendwie da nach links zu kommen. Ich weiß auch nicht, woran man das irgendwie erkennen können sollte, wo man jetzt gerade ist. Ich versuche irgendwie einfach in die Richtung zu drücken. Ah! Ich sehe was. Ich sehe es. Da sind wir. Ein winzig kleines Pünktchen auf dem Boden. Was auch immer das zu bedeuten hat. Ach, jetzt sind wir wieder in uns gefahren. Interessant, aber irgendwie auch seltsam. Ich weiß nicht, was das jetzt ausdrücken sollte, aber wir sind wieder eins mit uns selbst. Aber wie gesagt, ich könnte mir halt vorstellen, dass hier um eine multiple Persönlichkeitsstörung geht. Wir haben jemanden umgebracht und ein Teil von uns weiß das vielleicht nicht mal. Und verdrängt das. So, dann würde ich sagen, wenn wir die Chance kriegen, können wir ja jetzt noch dreimal klopfen. Bin mir aber gar nicht sicher, ob wir diese Chance bekommen werden.
Hier ist auch überall Blut. Hier aber tatsächlich nicht. Ich gucke mal im Bad. Das sieht eigentlich auch nicht so schlimm aus. Ah, abwaschen? Ja, können wir ja mal machen. Ich habe mich gerade erst gewaschen. Okay, auf Toilette muss ich scheinbar auch nicht. Dazu sagt sie gar nichts. Ich guck mal, was hier ist. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das als das zweite Klopfen gilt. Ich glaube eher nicht. Wir machen jetzt noch mal. Jetzt haben wir dreimal geklopft. Aber passiert ist nichts. Oh, guck mal, der Zettel. Eine abgerissene Notiz. Ich guck mal, ob wir uns anziehen können oder ausziehen. Get dressed stand auf jeden Fall. Jetzt sind wir eher für die Nacht angezogen. Huch! Irgendwie ist das Menü ein bisschen crazy. Es funktioniert auch irgendwie nicht immer. Aber wie gesagt, vielleicht ist auch mein PC tatsächlich hier sogar mit diesem RPG Maker Game überfordert. Will ich denn noch was essen oder so? Oder? Scheinbar nicht. Ich glaube, ich versuche es einfach mit dem Bett. Geklopft haben wir auf jeden Fall dreimal. Ich denke auch nicht, dass da noch wer Lebendiges drin ist. Wenn, dann haben wir tatsächlich wen umgebracht und haben die ganzen Zutaten, wollte ich gerade sagen, die ganzen Werkzeuge und Hilfsmittelchen weggebracht. Da hat's geklopft. Was war das? Auf jeden Fall ein super gruseliges Bild war das eben. Oha. Ah, das sind verschiedene Werkzeuge zum Schneiden. Hier ist auch was Rotes und da auch. Also, vermeintlich Blut. Oh, das ist automatisch gekommen, das Menü. Vielleicht ist mit dreimal klopfen. Warum überhaupt die Mühe machen? Sowieso nur dieses eine Mal, dreimal klopfen gemeint. Wisst ihr, was ich meine? Naja, just würde ich jetzt nicht sagen. Es ist schon ein Momentchen her. Okay, raus geht sie nicht. Ja, okay, dann ich versuche hier. Was? Oh. Wow, das ist auf jeden Fall ein cooler Effekt. Weiß auch nicht, es hat mich richtig erschreckt. Es ist super lange her, dass ich was Gruseliges gespielt habe. Sorry. Ich entschuldige mich. Oh Mann, das ist so verwirrend. Okay, ich versuche, oben in den Schrank zu kommen. Oder unten weg. Ah ne, sie geht ja nach oben, ne? Oder wo geht sie hin? Ne, sie. Ja, ich war da. Nach unten einfach. Unten, unten, unten. Bom, 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 bom. Renn, 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 renn. Also coole Idee auf jeden Fall, diesen plötzlichen Zoom zu machen. Der hat mich völlig verwirrt. Ah, es versperrt. Ich muss den Schlüssel finden. Jetzt speichere ich aber noch mal. Wo könnte der Schlüssel sein? Kann der überall sein oder? Sie sagt ja bei nichts irgendwas. Nee, hier auch nicht. Im Blut auch nicht. Da habe ich ja nur noch die Toilette. Vielleicht muss ich in die Toilette fassen? Hä?
Wo ist denn der Schlüssel? Ach, okay. Sie hat sich hier reingetraut. Gruselig. Hier drin müsste er sein. Das ist der Schlüssel. Du weißt, was du tun musst. Okay. Ah, okay. Ich habe es super oft gedrückt, weil ich dachte, es funktioniert nicht. Oh, ich habe nicht nochmal gespeichert. Egal. Oh mein Gott. Das ist noch viel schlimmer als meine Theorie. Hä, aber... Ich kann mich nicht bewegen. Nun, das ist endlich vorüber. Ich muss schon sagen, du hast mir da draußen wirklich geholfen. Ich meine, der ganze Müll wurde aufgesammelt. Und diese kleine Ratte, die abhauen konnte, wurde erwischt. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu entspannen. Okay, krass. Ich verstehe nur jetzt nicht so ganz, wurden wir jetzt quasi heimgesucht von einem anderen Wesen? Sollte diese Szene im Wald bedeuten, dass wir den Körper von der Person, die geflüchtet ist, übernommen haben oder so? Auf jeden Fall ist das hier sehr krass. Und ich weiß schon wieder nicht, ob das jetzt hier Absicht ist. Ich war eben aus Versehen im Menü, habe ich gehört. Oder ob das so enden soll. Also so, ich glaube, so ein bisschen komische Stellen sind schon drin im Spiel, aber es hat mir bis hierhin sehr gut gefallen. Sehr gruselig auf jeden Fall, auch mit diesen Einblendungen zwischendurch. Genau, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Super unangenehmer Endscreen, aber ja, ich würde jetzt mal beenden und wenn ich dann, ich gucke gleich nochmal, ob das wirklich so sein soll oder ich hier nur schon wieder irgendwas nicht kapiere, was wir machen sollen. Ansonsten danke, dass ihr dabei wart und dann sehen wir uns im nächsten Horror-Game wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.